herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Heute habe ich ein Tauschpäckchen für euch. Und zwar habe ich mit der lieben Eva getauscht und wir wollten ATC-Coins tauschen. Und dass das uns ein bisschen wenig erschien, haben wir uns noch eine Embellishment-Box in Pastell gebastelt. Und die liebe Eva hat auch einen Bastelkanal, den verlinke ich euch sehr gern in der Infobox. Und jetzt gucken wir uns mal die wunderschönen Sachen an. Ich wollte euch noch den Karton zeigen mit dem kleinen Waschbären und dem Papier, das noch drin war. Das hier erinnert mich ganz doll an meine Kindheit, wie DDR-Papier. Oder es kann auch als Paket aus dem Westen gekommen sein und wir haben es immer wieder gebügelt und verwendet. Das kann möglich sein. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass es dann so ein bisschen geknautscht war. Ja, und das war auch noch unten drin. Dann ist es so wie eine Tischdecke. So. Das kann man bestimmt auch noch für Mixmedia-Sachen verwenden. Oder für ein Buch, so für ein kleines Buch. Mal gucken. Ja, das stellen wir dann jetzt beiseite. Der kleine Waschbär verabschiedet sich. Ja, dann gucken wir doch mal, was die liebe Eva mir alles Wunderschönes geschickt hat. Hier haben wir eine Karte, die habe ich schon gelesen. Die ist auch sehr, sehr niedlich. Ja, und die Eva, liebe Eva schreibt, ich soll Spaß haben mit den Sachen und das habe ich auch. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das sind Lübecker Herzchen. Aha, Edelmarzipan, Marzipan mit Zartbitterschokolade. Oh, Zartbitterschokolade mache ich sehr gerne. Ja, ich werde es mal probieren. Marzipan ist nicht 100% meins, aber ich probiere es sehr gerne. Mal ein Stück Marzipan ist okay für mich. Und hier haben wir, oh, guck mal, so ein kleiner Panda. Ist das hier so ein, ach, das ist so ein Paperclip. Oh, der ist mal fest geklippt. Oh, der ist ja drollig. Ja, das ist eine coole Idee mit so einem Paperclip. So eine Stanze ist auch drollig. Wollen wir ihn hier hinkleben? Ja, da kleben wir ihn hin. So, Moment. Ein bisschen rascheln. Oh, ich sehe schon schöne Sachen. Oh. Na? Wollen sie nicht raus, die Sachen? Und hier auch noch so ein süßer. Ja, das ist niedlich. Riecht so wie ein wie so eine Büroklammer, ne? Ja. So. Drollig. Ja, das ist ja niedlich. Was haben wir hier? Haben wir noch mehr? Ja, hier sind noch mehr. So eine kleine Panda-Bärchen. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, hier ist auch noch eine. Oh, die sind cute. So cute. Steht sogar da. Hier, das Ovale, das ist auch hübsch. Andere Seite sehen sie so aus. Kann man vielleicht noch was basteln, wo beides zu sehen ist. Mal gucken. Und hier so kleine Mädchen und ein Junge. Das ist ja süß. Ja, da kann man noch kleine Gesichter drauf malen, wenn man will. Und ihnen hier auch noch Kleidung malen. Ja, und dann hier drauf dekorieren. Wenn man das möchte. Guck mal, schon fertig. Schon. Ja, richtig süß. Dankeschön. Die sind ja echt drollig. Da fehlt noch eine. Ja, hier. Bin blind, kann ich sehen hier. Auch hier noch so eine Blümchen. Auch Fahrrad ist auch süß. Ich glaube, so ein ähnliches habe ich auch. Ja, das finde ich niedlich. Sehr schön. Blümchen mag ich auch. Noch ein Fahrrad. Ja, cool. Schlüssel, auch niedlich. Ja, goldige Bilderrahmen, wollte ich jetzt schon sagen. Ein Käfig. Hier ist noch das Schloss zum Schlüssel. Ach, hier ist noch Schrift drin. Das finde ich ja auch schön. Moment. Nochmal ein Käfig. Was haben wir hier? Oh, die Elfe, die ist auch niedlich. Ja, ach hier, Luftballons. Ja, die sind auch hübsch.
Niedlich. Dann haben wir hier noch eine Elfe. Und noch so eine. Oh, die sind hübsch. Ja. Sehr niedlich. Die gefallen mir. Vielen lieben Dank. Und Federn hier noch. Ja, die mag ich auch. Federn mag ich auch gerne. Sehr hübsch. Und Schirme, Schirme mag ich auch. Oh, danke. Die sind ja auch trollig. Ja. Sehr schön. Da habe ich auch schon mal geguckt, ob ich mir die Standzimmer kaufen sollte. Nee, man weiß immer nicht hundertprozentig, wie sie aussehen, die Sachen denn, ne? Wenn sie ausgestanzt sind. So eine Stanze mag von vornherein sehr hübsch aussehen, aber nachher im Endeffekt gefällt es einem dann doch nicht, das Ausgestanzte. Deswegen finde ich immer schön, wenn bei den Produktbildern auch gleich ein ausgestanztes Teil daneben liegt, dann kann ich mich viel schneller besser entscheiden. Ja, danke. Hier so kleine Tags oder Blümchen. Herzchen sind auch süß. Ja, niedlich. Sehr schön. Hier solche Rahmen sind ja auch drollig. Die Tags, oh, die gefallen mir. Hier mit dem gelochten Rand. Das ist auch cool, hier mit dem geprägten. Hier haben wir noch ein paar Ovale. Auch sehr schön. Und ein paar Blümchen noch. So zum Unterlegen, zum Dekorieren. Finde ich das auch immer sehr schön. Ja, so. Dann kann man hier noch was hinschreiben. Ja. Nicht schlecht, sprach der Specht. Oh Gott, wo habe ich denn das jetzt her? Oh, das ist auch hübsch. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss erstmal einen Schluck Tee trinken. Sehr schön. Oh, das ist auch hübsch, schon ein kleiner Doily. Hm? Toll, Dankeschön. Kleinen Moment, ein Schlückchen muss ich nehmen. Früchtetee. Hagebutte. Mag ich gerne. Das ist der einzige, den ich trinke. Oh, hier ist ein hübsches Tütchen. Was haben wir denn Feines? Danke. Ja, ich bedanke mich. Da hast du recht. Vielen lieben Dank für die schönen Sachen. Ist ein bisschen eingetütelt. Wo kommt es? Wo kommen wir denn jetzt raus? Na, gucken wir mal. Ich bin ein geduldiger Mensch. Ich hoffe, ihr habt auch Geduld. Ich denke schon, ne? Ja, sehr süß. Viele Grüße. Ja, schön. Dankeschön. Das ist toll. Hallo, das ist auch hübsch. Ja, lieben Dank. So. Fein, fein, fein. Dann können wir schön mit basteln. Ich denke, ich werde anschließend wieder eins Kreppi basteln. Das sind sehr wunderschöne Sachen dabei. Und dann zeige ich euch den noch. So, jetzt gucken wir erstmal weiter, was wir noch Schönes haben. Hier haben wir noch einen Umschlag mit einem kleinen Fischchen. Schauen wir mal rein. Oh, jetzt gucken wir später an. Das sieht ja sehr nach selbstgemacht aus. Oh, 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 das ist sehr hübsch. Denn, schauen wir mal erstmal hier unten die kleinen Tütchen an. Oh, ich habe schon was gesehen. Oh, toll. Hier haben wir auch was selbstgemachtes, aber das gucken wir uns dann mal an. Wieder so ein hübsches Tütchen hier. Oh, ein hübscher Taschenbaumler mit meinem Namen. Oh, das ist ja hübsch. Danke. Oh, alles sehr, sehr edel, das Herz so hübsch, das kleine Elfchen, bei mir sind es keine Engel, bei mir sind es Elfen. Mit Engeln habe ich es nicht so, aber es ist eine kleine Elfe. Und die kleine Elfe ist ja auch süß hier. Oh, das mit den Füßchen hier, Himmel, wie hip, wie hübsch, wie hübsch. Oder wie hip, kann man ja auch sagen. Gott, neue Wörter, nee, das Wort gibt es glaube ich, ne, hip. Oh, wunderschön. Lieben, lieben Dank, liebe Eva. Sehr, sehr hübsch. Oh, das legen wir dann hier erstmal hin. Oh, und hier so hübsche Rahmen und so ein Moment. Hier so ein hübsches Tütchen. Oh, das ist ja niedlich.
Ich mag es nicht, wenn da Fussel drauf sind. Oder Fussel war das nicht, aber es war so ein kleines. So, jetzt ist es hübscher. Ja, sehr schön. Oh, hier, das ist auch sehr hübsch. Das gefällt mir. Das sieht aus wie aus Resin gegossen, aber ich glaube, es ist Acryl, ne? Ja. Sehr schön, danke. Oh, toll. Was haben wir hier noch Feines? Gott, das Tütchen mit dem Schaukelpferd. Das ist auch so süß. Oh ja, hier. Das finde ich auch niedlich hier mit. Ach Gott, guck dir die an. Hier, die kleine Schnecke von Ideen mit Herz. Die finde ich drollig. Oh, cool. Die passt zu meiner. Ja. Moment. Ach. Die gucken wir uns mal an. Hier, guck dir das an mit Ranzen. So, und dann hier noch der kleine Ranzen rauf, ne? Ja. Ja, ich finde die drollig. Mit Brille finde ich immer cool. Na, will sie hier zwischen? Ja, das möchte sie. Und dann haben wir hier noch eine Rose. Und so ein Cupcake. Auch cool. Dankeschön. So. Und. Weiter geht's mit diesem Tütchen. Auch so wunderschön. Ich mag es gerne. Blau mit weißen Punkten. Und dann hier so ein hübsches Embellishment, wollte ich jetzt sagen. Hier so ein hübsches Blümchen. Das mache ich mir mal ab. Und verwende es dann bald. Das machen wir uns auch gleich ab. Dann sieht die Tüte besser aus. Die werde ich auch verbasteln. Die gefällt mir. Und dann hier so ein kleiner Clip dran. Sehr schön. So, oh Gott, was ist denn hier alles Feines drin? Machen wir mal so, dass wir uns das rausziehen. Oh, da kommt schon gar ganz hinterher. Die sind schön, danke. Wunderschöne Farben. Die Grüntöne gefallen mir alle. Ich bin ganz verrückt nach so einem schicken Grüntönen. Pastell ist immer schön. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Dankeschön. Guck dir mal an, die Schnecke. Möchte runter von dem Thron. So. Dann geht's weiter. Oh, und die gelben Blümchen auch sehr, sehr hübsch. Dankeschön. Ja, toll. Oh, da kommen noch Schmetterlinge raus. Zitronenfalter. Ja, auch sehr hübsch. Dankeschön. So, noch mal. Ist ja noch was drin. Oh, ach, die sind auch sehr hübsch. Rosa und hellblau. Ja, vielen lieben Dank. Kabuchons in geschliffen. Ja, die gefallen mir auch. Danke, danke, danke. So, Tütchen leer. Ja, vielen lieben Dank. So, was haben wir jetzt? Gucken wir mal. Gucken wir mal hier rein. Ja, jetzt gucken wir mal hier rein. Und da ist die Embellishment-Buchse. Die kommt zum Schluss. So ein hübsches Tütchen hier. Oh, das ist ja cool. Ja, die Blume gefällt mir auch. Und die coole große Büroklammer. Dankeschön. Ja, das ist ja cool. Oh, war hier in den? Ja. Und dann haben wir hier noch zwei kleine Card Candies. Ja, die sind auch hübsch mit den ganz kleinen Knöpfchen und Hello in Gold und die Blümchen mag ich auch sehr, sehr gerne hier. Dankeschön. Oh, guck mal, das ist ein schöner Scrappy. Oh, ich hatte schon was verabschiedet, aber das ist nicht schlimm. Kleben wir wieder ran. Auch sehr, sehr hübsch. Danke, danke, danke. Na du? So, jetzt geht's weiter mit diesem großen Paket hier. So, da unten unterliegen noch die Coins, die gucken wir uns gleich an. Und hier haben wir eine wunderschöne Strohhalm-Deko. Eine Strohhalm-Deko mit einer Meerjungfrau. Ich liebe Meerjungfrauen. Dankeschön, die ist hübsch. Die ist auch so cool. Dann hat der kleine Fisch daneben. Ja, das ist toll. Und ein großes
Paket mit vielen Sachen drin. Meine Güte, und das ist so ein cooler Kasten, wollte ich jetzt schon sagen. So eine coole Verpackung hier, das kann man einheften, das fetzt ja. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Oder doch irgendwo in Holz, ne? Himmel, du hast alles Tolles reingetan hier. Hui. Hier kann man auch noch was reinstecken, interessant. So, jetzt mal hier hinten hin tun. Jetzt wird der Platz ein bisschen eng hier, ne? Nee, wir kriegen das schon hin. Und hier habe ich wunderschönen Skatstock. Die Skat. Wir spielen eine Runde Skat. Kartstock, Kartstock. Ja, ein Hobbykarton ist das. Oh, es kriselt ein bisschen, ne? Das will die Kamera nicht so gerne. Wunderschöne Farben. Dankeschön. Wow. Ich bin begeistert. Und hier die wunderschönen Halbperlen. Lieben Dank. Oh, die sind auch schön. Da kann ich ja basteln, bis ich abends im Bett umfall vor Basteleien. Auch das ist sehr hübsch hier, danke. Die Vasen hier, es fässt sich so glatt an. Das ist so ein Puffy-Sticker, glaube ich. Dankeschön. Oh, wunderschön. Oh Gott, Eulchen hier noch, die sind auch hübsch. Danke. Was ist das hier? Oh, solche Goldglitzerbögen. Die sind auch hübsch. Wollen wir die mal hier so hinlegen und das ein bisschen nach hier ausweiten. Mal gucken. Ja, da geht es. Mal gucken, mal vor. Hier hin. Hier hin. Hier, Mensch, so eine schöne Bögen hier. Wow, die gefallen mir. Sehr, sehr hübsch. Dankeschön. Oh, hier noch sowas. Mann. Danke, danke, danke. Oh, wie schön. Hier geht es noch weiter. Mit so einem kleinen Schmetterling da drauf. Das ist auch sehr hübsch. Auch dieses. Sehr schön. Das auch hier mit der kleinen Schleife und dass es so aussieht wie Borte. Wow, ich bin begeistert. Dankeschön. Mensch, jetzt holen wir uns mal eins vor. Ob das mein Favorit ist, soll ich mal gucken. Mein Favorit ist, glaube ich, das sieht ja sehr, sehr edel aus. Ja, die beiden sind so meine Favoriten. Aber sie sind alle schön. Ich wirtschafte ihm hier was zurecht. Himmel. So. Danke, 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 danke. So, jetzt machen wir weiter. Mit den ATC-Cons. Und die sehen so aus. Da hat mich liebe Eva wunderschöne kleine niedliche Coins gebastelt mit den kleinen Panda-Bärchen, die hier so niedlich was zu essen mit sich rumtragen. Das finde ich sehr süß. Und dann hier noch die beiden mit dem maritimen Thema. Blub, blub. Und hier steht lecker drauf. Und dort auch. Ich finde immer schön, wenn irgendwo Text selbst geschrieben drauf steht, auch wenn es nur ein Wort ist. Das gefällt mir. Ja, sehr, sehr schön. Hier, die Sticker passen wunderbar dazu und auch der Hintergrund von den Kreisen, von den Kreisen, die Kreise, der Hintergrund, der ist sehr schön. Hast du sehr, sehr schön ausgewählt. Ich bin begeistert. Vielen lieben Dank. Die sind dollig. Ja, so und dann. Rutscht hier alles durcheinander. Machen wir jetzt die Box auf und danach machen wir das auf. So, jetzt können wir das hier noch ein bisschen hinlegen hier. So, mal ein bisschen Ordnung reinbringen, ein klein bisschen. So.
Aber man soll ja auch alles sehen. So. Hier noch auf. Die kleine Schnecke muss jetzt doch ein bisschen an der Seite. So. Mal hier rüber. So. Und jetzt schauen wir mal rein. Oh. Hoi. Oh, sieht das ja sehr, sehr hübsch aus. Oh, hier ringsherum auch noch was geklebt. Wow. Oh, das ist ja niedlich. Auch mit dem Schleifenband hier. Dann hier die glitzernden großen Konfettistücke. Die Blümchen so hübsch und auch der Schmetterling. Dann hier Danke. Und hier ist auch noch so ein kleines Blümchen drunter. Sehr, sehr schön. Und auch hier rumgeklebt. Und dann so hier hinten auch sehr, sehr hübsch gestaltet. Das ist ja sehr schön, das Schleifenband hier. Das gefällt mir auch. Hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist toll. Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Box. Wow. So, gucken wir mal, wo sie aufgeht. Ich glaube, hier soll man. Ja, hier machen wir sie dann mal auf. Und schau mal rein. Oh, das sind ja schöne Sachen drin. Toll. Und hier so niedlich mit dem mit der Spitze so als kleine Tasche noch gemacht. Das gefällt mir ja auch. Oh. Oh, jetzt gucken wir gleich mal. Da hängt wieder ein kleiner Panda, wie drollig. Ja. Hier sind noch so Bilderrahmen. Die sind ja auch hübsch. Wow, die gefallen mir. Sehr schön. Und das Papier finde ich schön. Das ist so Perlmutt. Das gefällt mir sehr. Wow. Ganz toll. Und hier kommt wieder ein kleiner Paperclip. Na, bist du dorthin? Ja. Jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen, weil ich die Kamera neu starten muss. Und dann geht es gleich weiter. So, weiter geht's. Kamera hat neu gestartet. Und dann gucken wir jetzt mal rein hier. Schauen wir doch erstmal hier. Ein bisschen knistern. Okay, cool. Knistern wir ja auch gleich noch ein bisschen. Ach nee, gucken wir uns erstmal diese Sachen an. Oh, die sind auch cool. Ja. So Blümchen. Lässt sich auch super verbasteln. Finde ich sehr schön. Auch diese hier. Auch sehr, sehr hübsch. Gefallen mir sehr gut. Dankeschön. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, die gefallen mir ja. Dankeschön. Sehr, sehr hübsch. So ein Kolibri hier noch. Könnte aber auch ein Eisvogel sein. Der sieht auch so ähnlich aus. Dankeschön. Dann haben wir hier. Oh, das fällt mir auch, ja. Das gefällt mir auch. Danke, das finde ich cool. Das könnte man ja mal selber versuchen. So Makramee knüpfen. Habe ich früher auch gemacht. Das ist so wie ein Knoten hier. Soll das aussehen? Oder soll das so wie so ein gotischer Knoten, wollte ich ja schon sagen. Na, jedenfalls ist es Makramee. Ja, sehr hübsch. Dann die Blümchen hier, die mag ich auch. Kleine Röschen hier, sind sehr niedlich. Kann man auch toll verbasteln. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ach Gott, und die Schleifen sind süß. Ich mag auch gerne so die Peachfarben, finde ich auch sehr schön. Hier so, auch sehr, sehr süß. Schleifen sind immer gut. Oh, dann haben wir hier diese kleinen Rahmen. Toll, und die Blümchen hier. Oh, das gefällt mir alles so. Dankeschön. Oh, cool. Wow. Hier die kleinen noch. Mann. Yeah, ich habe schöne Sachen. Dankeschön. Oh, toll. Meine, so eine tolle Sachen.
Danke. Eine Handvoll wunderschöner Dinge. Vielen lieben Dank, liebe Eva. Ich freue mich. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Da haben wir diese noch ein paar Paperclips. Sehr schön. Und dann diese Pailletten in riesig. Wow, die fetzen auch. Ja, die finde ich cool. Wenn man ein bisschen was kombiniert, dann sind die nicht ganz so glitzerig. Dann kann man das ein bisschen abschwächen. Ja, cool, danke. Hier, der gefällt mir besonders. Fächer. Mal wieder reintun da. Ja. So. Ja. Dann gucken wir hier noch rein. Oh, Halbperlen finde ich auch immer schön. Das sind solche Ovalen. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Solche ovalen Halbperlen, die fetzen auch. Dankeschön. Dann haben wir hier noch ganz, ganz kleine Sternchen. Das ist ja was für mich. Ich mache gerne ganz, ganz kleine Sachen. Und es stört mich auch nicht, dass ich die kleinen Sachen dann aufkleben muss. Ich puzzle gern so vor mich hin. Ach, und hier das Schleifenband. Sehr, sehr schön. Lieben Dank. Das ist hübsch. Ja, das ist toll. Dankeschön. Na, jetzt passt es nicht rein. Dann lassen wir es doch so raushängen. Ja. So, jetzt gucken wir hier noch rein. Oh, ich sehe goldige Sachen. Hier haben wir so kleine Schlüssel. Da dran haben wir so kleine Staubgefäße mit einem kleinen Blümchen. Das ist ja auch drollig. Ja, sehr niedlich. Schlüssel sind sehr hübsch und auch die kleinen Blümchen da drauf. Ja, das gefällt mir. Gehen wir mal so rein. So. Tütchen beiseite. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, ich sehe noch mehr Gold. Freundlich. Wow. Halt mal. Ich muss mal schnell ein Tellerchen holen. Da haben wir eins. Wow. Das ist ja auch niedlich. Haben wir denn da alles Feines? Schildkröte, Libelle, eine kleine Fee, noch ein kleines Bärchen, Delfine, noch eine Schildkröte, eine Marienkäfer, auch die Frösche sind cool. Oh, ja, das sind wirklich ganz, ganz süße kleine goldige Teilchen. Dankeschön. Wow. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich für die wunderschöne Box und die wunderschönen Sachen da drinne. Und jetzt habe ich ja noch einen Umschlag. Da gucke ich dann jetzt auch noch mal rein. So. Das hört sich an, dass man schütteln kann. Oh, tada-da. Ich habe eine große Karte erhalten. Guckt euch das an. Hier drinnen auch noch so süß. Vielen lieben Dank. Mann, das finde ich niedlich. Eine Schüttelkarte. Denn so im maritimen Stil. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, die ist süß. Ja, genau, wir wollten ja. Ich bin blöd. Wir wollten ja ATC-Coins tauschen, eine Embellishment-Box im Pastell und eine Karte im maritimen Stil. Genau. Habe ich schon was vergessen? Jetzt weiß ich es wieder. Oh Gott, nee. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für die ganz tollen Sachen und die tolle Post und den tollen Tausch. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Eva. Und bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und sage, bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.